Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. In diesem Video geht es um die Arbeitsabläufe im Lager, die man entweder nennen oder auch erläutern muss. Sie wissen schon, also in einer Prüfung, Sie wissen schon, nennen bedeutet wirklich, dass wir die Stichworte nennen, die entsprechenden sinntragenden Worte, und erläutern bedeutet, dass wir es wirklich ausführlich beschreiben, also ganze Sätze schreiben. Arbeitsablauf unterstellt, dass etwas hintereinander geschaltet ist. Und wenn man sich das Lager vorstellt, dann kann man sich vorstellen, dass der Arbeitsablauf beginnt mit dem Wareneingang. Ja, mit dem Wareneingang. Und an dieser Stelle, jetzt nehmen wir an, wir müssen das jetzt noch erläutern, an dieser Stelle muss erfolgen eine Prüfung. Ja, Sie wissen, der Kaufmann muss Mängel sofort rügen, also die sofort erkennbaren Mängel müssen auch sofort gerügt werden. Also eine Prüfung, eine Mängelrüge, natürlich nur gegebenenfalls. Und dann entsprechend auch eine entsprechende Maßnahme. Ne? Also dann muss eine Kommunikation erfolgen. Kommunikation mit dem Lieferanten. Ja, Prüfung bezieht sich auf Menge, bezieht sich auf Qualität. Ja, ist die richtige Menge geliefert worden? Ist in der richtigen Qualität geliefert worden? Ist überhaupt das Richtige geliefert worden? Muss man im Grunde als allererstes prüfen. So, nach dem Wareneingang kommt die Wareneinlagerung. Und bei der Wareneinlagerung gibt es im Prinzip zwei Dinge. Einmal das System zur Wareneinlagerung, das heißt, das ist die Frage, wo packe ich das Zeug hin? Und dann die Sache mit der Verbuchung, denn wir wollen ja uns ein weiteres System schaffen, das unser Lager abbildet. Na, im Prinzip sind das ja zwei Systeme. Einmal das Lager selber und dann das Bestandssystem für dieses Lager. Und diese beiden Dinge sollten möglichst übereinstimmen. Na, also fangen wir an mit dem ersten, das System der Einlagerung. Wo? Im Prinzip gibt es hier zwei grundsätzliche Strategien. Das Festplatzsystem und das Freiplatzsystem. Ich habe dazu Videos gemacht. Ja, Festplatzsystem bedeutet, Schrauben sind hinter der Tür, erstes Regal links, und Freiplatzsystem ist, packst dahin, wo Platz ist. Ja, und spätestens da braucht es, wenn wir ein Freiplatzsystem haben, braucht es natürlich eine klare Verbuchung, sonst finden wir das Zeug nicht wieder. Was Verbuchung auch bedeutet, ist, wie wir die Bestände erfassen. Und ich will mal hier kurz zwei Verfahren zumindest nennen, das FIFO und das LIFO. Beides sind Unterstellungen. Unterstellungen der Verbrauchsabfolge. Also wie erfolgt der Verbrauch? Das ist eine Unterstellung. Ja, es heißt nicht, dass es in Wirklichkeit so ist. FIFO bedeutet, dass was zuerst eingelagert wurde, wurde auch zuerst wieder entnommen, wurde zuerst wieder verbraucht. Und LIFO bedeutet, dass was zuletzt eingelagert wurde, wurde als erstes wieder entnommen. Ja. So, das sind Unterstellungen. Ob das wirklich so ist, weiß man nicht, aber das spielt eine gewisse Rolle, wenn man zu unterschiedlichen Preisen eingekauft hat. Auch dazu habe ich ausführliche Videos gemacht. Der nächste Punkt ist dann die Warenpflege. Wir haben jetzt die Ware eingelagert, die ist jetzt im Lager. Hier bei System kann man natürlich noch weiter über Regalsysteme philosophieren, ne? Hochregallager, was immer, ne? Regalsystem, ich nenne es mal Regalsystem, Fragezeichen, welches Regalsystem? So, aber an der Stelle möchte ich das abschließen und zum nächsten Punkt übergehen, nämlich zur Warenpflege. Die Ware ist also jetzt auf dem Lager und jetzt müssen wir für die Zeit, wo die Ware auf dem Lager ist, kontrollieren,
und gegebenenfalls aussortieren. Was müssen wir kontrollieren? Ob zum Beispiel die richtige Temperatur da ist, ob Ware verdorben ist, ob Schwund da ist, ob Diebstahl da ist. Ja, also na, das sind die Dinge, die man auch überprüfen muss. Kontrollieren, Schwund, Verderb, Diebstahl. Ja, das sind so die drei wesentlichen Dinge, die man kontrollieren muss. Schwund ist was anderes als Verderb. Schwund bedeutet, Sie haben dort von mir aus irgendwas gelagert, das schmilzt. Und da ist ein Teil, ist Ihnen einfach weggeschmolzen. Ja, das ist Schwund. Verderb ist was anderes. Das bedeutet, Sie haben dort bestimmte Südfrüchte eingelagert und eine Kiste ist Ihnen verdorben. Ja, das ist Verderb. Ja, Schwund bedeutet, das Zeug ist weg. Verderb, es ist noch da, nur eben in einer Form, wo man es nicht mehr gebrauchen kann. Es ist verdorben. Diebstahl wiederum bedeutet, das Zeug ist weg. Ja, es hat jetzt ein, ja, weg ist es nicht, aber es hat jetzt ein anderer. Na, das ist Diebstahl. So, und dementsprechend bei Verderb muss man auch entsprechend aussortieren. Na, Sie kennen das faule Apfelprinzip, dass der eine faule Apfel auch andere Äpfel anstecken kann. Und deswegen müssen wir diese faulen Äpfel auch dann entsprechend aussortieren. So, der nächste Schritt ist dann die Kommissionierung. Die Kommissionierung ist die Zusammenstellung entsprechend dem Kundenwunsch. Ja, Kommissionierung ist gleich Zusammenstellung. Zusammenstellung der Ware. Ja, für den Kunden. Entsprechend dem Kundenwunsch wird ihm jetzt sein Paket gepackt. Ja, er will drei davon und fünf davon und eins davon und sechs davon. Und das wird ihm jetzt in einem Paket zusammengestellt. Das nennt man Kommissionierung. Und danach im Prinzip kommt der nächste Schritt. Manche haben hier noch einen Schritt dazwischen, Warenauslagerung. Das bedeutet, dass man die Ware jetzt bereitstellt für den Versand, also die Ware separiert. Ich will das mal zusammenfassen. Warenauslagerung, ja, das sind also die fertig gepackten Pakete und Warenversand. Na, das erfolgt dann unmittelbar danach. So, das sind Arbeitsabläufe im Lager. Sie sehen auch eine gewisse Logik hier, eine gewisse Abfolge. Ja, so. So kann man Lösungen generieren. Ja, immer das gleiche Prinzip. Ja, eine Struktur der Lösung. Wenn man einmal eine Struktur der Lösung hat, dann fallen einem auch gewisse Dinge ein. Na? Und ja, Visualisierung spielt auch eine ganz wichtige Rolle hier. Stellen Sie sich die Dinge immer vor. Wareneingang, stellen Sie sich vor, dass da jetzt drei Paletten eingehen ins Lager. Was muss da passieren? Ist gerade eingeliefert worden. Na? Die Wareneingang ist die Anlieferung der Ware. Was muss passieren? Ja, es muss geprüft werden und so weiter und so weiter. Alles Gute, Für Marius. Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.